Liefert, oder? Ja, schönen guten Abend. Alle, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Erste Halbzeit, glaube ich, war die beste Halbzeit, die wir jetzt im letzten Jahr gespielt haben. Extrem dominant. Niederlande hatte keine Lösung, hinten rauszuspielen. Viele Ballgewinne. Das Tor hat gefehlt. Dann war es in meinen Augen eine Fehlentscheidung, dass das Tor nicht zählt. Es gibt eine klare Regel. Dann schaut es sich noch an. Das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, aber es ist, wie es ist. Wir haben noch ein Tor gemacht. Wir haben absolut verdient gewonnen. Die zweite Halbzeit war ein bisschen komplizierter. Ja, ich finde schon, dass die Gier, die die Mannschaft aktuell verkörpert, Spiele gewinnen zu wollen, schon ein sehr, sehr großer Schritt ist aus unserer Sicht. Und bin ich schon stolz auf die Mannschaft, wie gut sie die Dinge umsetzt und vor allem wie, ja, ich habe jetzt in der Nations League noch kein Spiel gehabt, wo ich das Gefühl hatte, es ist uns egal, ob wir gewinnen oder nicht gewinnen. Das ist schon ein großer Fortschritt, finde ich. Dann gehen wir hier in die Mitte. So offen sagen. Und es war auch am Ende eine ganz knappe Entscheidung, dass er mitfährt. Er hat letztes Jahr beim VfB gut gespielt, aber noch nicht so diese Dominanz gehabt, die er jetzt hat. Da hat Chris Führig deutlich mehr gespielt. Jetzt spielt er mehr wie Chris aktuell. Im Training hat man es jetzt noch nicht so wahrgenommen, weil wir natürlich auch wenig Training hatten. Haben wir auch gestern das Feedback so gegeben, dass er diese Energie, die er beim VfB ins Spiel bringt, auch bei uns ins Spiel bringen darf, auch wenn er jetzt einen Status hat, der ein anderer ist als im Club. Und heute hat er nicht nur das Tor, sondern er hatte echt viele sehr schwere Situationen zu lösen, mit viel Gegnerdruck im Rücken. Hat das mit einer sehr, sehr guten Körperlichkeit gelöst, hat genau die Energie eben auf dem Platz, die wir brauchen. Und hat tatsächlich ein außergewöhnlich gutes Debüt gegeben.